Katharina Kest, Gänsegretel, Mätresse, Herzogin. So heißt die aktuelle Ausstellung in der alten Sammlung des Saarlandmuseums. 1757 als Leibeigene in Fechingen geboren, wurde Katharina Kest erst Mätresse des Fürsten Ludwig von Nassau-Saarbrücken und dann seine rechtmäßige Gattin. Mit zahlreichen Ausstellungsstücken wirft die Präsentation ein Licht auf das Leben der Menschen des Spätbarock in Nassau-Saarbrücken. Anlass zur Ausstellung ist die Rückführung des Grünen Kabinetts, das erstmals nach 100 Jahren wieder in Saarbrücken zu sehen ist. Bis 1788 war es Teil des Stadtpalais der Katharina Kest in der Saarbrücker Wilhelm-Heinrich-Straße. So spannt sich auch der Bogen zum dritten Teil der Ausstellung, der Stadtentwicklung von Saarbrücken, zu der zahlreiche Bilder präsentiert werden.